You wanna play tag? I'm it. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der besten Verräter in Cartoons, die bekommen haben, was sie verdient haben. Check. In dieser Liste sehen wir uns die bemerkenswertesten Trickfilm-Doppelgänger an, die nötige karmische Gerechtigkeit erfahren haben. Seid gewarnt, es folgen Spoiler. Welche dieser Momente hat euch am besten gefallen? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Bog Lady. Offensichtlich hatte dieser Schurke noch nie von dem Satz, wenn du etwas liebst, lass es frei gehört. Als Alo aus dem Nest fliegt, oder in diesem Fall schwimmt, beschließt die Bog Lady, die so tut, als wäre sie eine Art Mutter für ihn, alles zu tun, um ihn zurückzubekommen. Where's Edmund? Looking for this. Zuerst hat sie so getan, als sei sie nett. Danach hat sie seine Verbündeten entführt und sogar versucht, ihn zu hypnotisieren, aber dann beschließt sie, dass die einzige Möglichkeit, ihn zum Bleiben zu zwingen, darin besteht, ihm ein Zuhause in ihrem Bauch zu geben. Alo und seine Freundin zu verschlingen, geht allerdings gründlich nach hinten los, als Edmys Sprengstoff die Bog Lady ins Jenseits befördert. Wenigstens ist sie noch in ihrem Sumpf. Und zwar für immer. Nummer 9. Ben Ravencroft. Nur weil jemand nicht als Monster verkleidet ist, heißt das nicht, dass er im Inneren keins ist. Why don't you and your friends come visit? Really? Oh, that would be great! Dieser Horrorautor inszeniert ein Geheimnis, um die Scooby-Gang in ihre Heimatstadt zu locken, wo die Gruselgeschichten nur allzu real sind. Doch als die Mystery Incorporation das Buch der alten Hexe Sarah Ravencroft aufspürt, zeigt Ben sein wahres Gesicht und lässt sie auf die Stadt los. And since Sarah's blood runs in my veins, I guess that makes me a warlock. Da trifft es sich gut, dass die geisterhafte Sarah die Ehre hat, ihm die Strafe zu erteilen. In ihren letzten Momenten beschließt sie, ihn zu ihrem ewigen Zellengenossen zu machen und verdammt ihm zu demselben Fluch, den er zu brechen versuchte. Nicht einmal der Autor selbst hätte ein poetischeres Ende schreiben können. Ja! Nummer 8. Conway Stern. Man sollte meinen, dass eine Spionagebehörde ein gründlicheres Bewerbungsverfahren durchführen würde. Aber dieser neue Mitarbeiter hat bewiesen, dass er der Spionagearbeit mehr als würdig ist. Natürlich tat er das, indem er Sterling ein Messer in die Hand drückte. Wortwörtlich. Conway? Yeah, buddy. Are there more bad guys behind me? Conway verlor zwar eine Hand, aber das bedeutete nicht, dass er später in der Serie keine Waffe mehr halten konnte. Der Wechsel von Klingen zu Kugeln änderte jedoch nichts am Ausgang der Serie und seine Hand ging schließlich auch verloren. You double-crossing son of a bitch! Called it! Als ob das nicht schon genug wäre, wurde Conway bei einer weiteren Auseinandersetzung auch noch der Fuß abgetrennt. Wenn er so weitermachte, sollte er vielleicht aufhören, ein doppeltes Spiel zu treiben, bevor er keine Gliedmaßen mehr verlieren kann. But you haven't seen the last of Conway Stern! Nummer 7. Mitch und Tiff. Als Faustregel gilt, eine Insel voller hungriger Dinosaurier zu verärgern, ist normalerweise keine gute Idee. Anscheinend haben diese beiden Wilderer diese Memo nicht bekommen und gaben sich als Touristen aus, die sich verirrt hatten, um an die Hauptattraktion zu kommen. Who are you? Well, after all that, maybe you should call us your salvation. Zu sagen, dass ihr Plan nach hinten losgeht, wäre gelinde ausgedrückt. Mitch gerät mitten in der Flucht in eine Schlinge, als ein Dino auftaucht und nach ihm schnüffelt. I never liked that nickname. Tiff lässt ihn völlig im Stich, aber sie schafft es nicht sehr weit im Boot, bevor sie selbst einen tödlichen Besuch von zwei sehr hungrigen blinden Passagieren bekommt. Keiner von den beiden überlebt, aber es ist ziemlich schwer am Ende Mitleid mit ihnen zu haben. Nummer 6. Mordred. Kinder sind nun mal Kinder, aber ein allmächtiges Amulett zu stehlen, gehört nicht zu den Dingen, die ein durchschnittlicher Teenager mit sich bringt. None of that matters, Mother. 'Cause now, I'm strong enough. Mordred ist technisch gesehen Jahrhunderte alt. Aber er beweist, dass er genauso kindisch ist wie sein Körper, als er abtrünnig wird und jeden Erwachsenen in ein anderes Reich der Existenz befördert. Die klein gewordene Justice League startet einen Angriff und beweist schnell, dass sie es ernst meint. I'm
older than you now. Sie stacheln Mortut an, sich in einen Erwachsenen zu verwandeln, was ihn dank seines früheren Fluchs unter die anderen Erwachsenen bringt. Mehr noch, er verliert sogar seine Jugend. Ja, er mag ein begabter Hexenmeister sein, aber er ist eindeutig kein Hellseher. Das zeigt nur, dass Magie und Reife nicht Hand in Hand gehen. Wait, what happened to Mordred? My spell gave him eternal youth, but now that he's broken it, all he has is eternal life. Nummer 5. Diane Simmons. Zum ersten Mal berichtete diese instabile Nachrichtensprecherin nicht nur über aktuelle Ereignisse, denn sie war das aktuelle Ereignis. Diane, didn't your first husband blow his brains out? Oh God. Ein Liebeskummer und ein Verrat bei der Arbeit nach ihrem 40. Geburtstag lassen Diane mörderisch werden. 5 Leichen und eine Bedrohung für Lois Leben. Später scheint es so, als könnte sie es dem Reporter Tom Tucker in die Schuhe schieben. How could you do all these horrible things? Well, I suppose it all really began a year ago when James Woods and I met at a press event and began seeing each other. Aber man kann nur eine gewisse Zeit so leben, bevor man seine Strafe bekommt. Und tatsächlich sorgt Stewie dafür, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes über die Klippe stürzt. Also wirklich über eine Klippe. Die schießwürdige Psychopathin trifft ihren Schöpfer mit einem Platsch, nicht mit einem Knall. Um fair zu sein, sie hat es nicht anders verdient. Nummer 4. Vladmeister. Es ist schaurig schwer, einen Schurken zu bekämpfen, der tagsüber ein angesehener Milliardär und nachts ein böser Geist-Mensch-Hybrid ist. Well, what do you know? Vlad enthüllt schließlich sein alter Ego Plasmius der Öffentlichkeit, aber nur, um die Welt vor einem einschlagenden Meteoriten zu schützen. Als er merkt, dass er es nicht alleine schaffen kann, hat er niemanden, der ihm helfen könnte. You have to help me. You wouldn't turn your back on an old friend, would you? An old friend? No. You? Yes. Danny und Co. sichern das Überleben der Erde, aber Vlads soziale Welt ist bereits implodiert. Da er keine Freunde, kein Zuhause und keine Verwendung für das Geld hat, ist der Verräter gezwungen, in den Tiefen des Weltraums zu bleiben. Ironischerweise wollen ihn dort nicht einmal die Asteroiden haben. At least it's quiet and I... Nummer 3. Tammy Gutterman. Bei dieser Hochzeit kommen die Partygeschenke in Form von Handschellen, die von der Braut selbst zur Verfügung gestellt werden. Jeder hat sein Gepäck, aber sie ist unter anderem eine Undercover-Agentin der Galaktischen Föderation. In a lot of ways, what I really am is a deep cover agent for the Galactic Federation, and you guys are a group of wanted criminals, and this entire building is, in a certain sense, surrounded. Um es auf den Punkt zu bringen, Tammy täuscht die Hochzeit vor, ermordet ihren neuen Ehemann Vogelmensch und versucht dann, diejenigen zu verhaften, die sie für die Zeremonie ausgelockt hat. Die ganze Sache gibt dem Begriff Partycrasher eine neue Bedeutung. Aber als sie und Vic sich später wiedersehen, hat er eine Art verspätetes Geschenk für die nicht mehr ganz so frisch Verheiratete. Er will sie dafür bestrafen, dass sie ihn für die Hochzeit gezwungen hat und natürlich auch für den Tod des Vogelmenschen. Beides führt dazu, dass Tammy ihre Flitterwochen im Jenseits verbringt. You made me go to a wedding. Nummer 2. Rose Quartz. Dieser Verrat hat am Ende sogar ziemlich gut funktioniert. We can all see her. She's right there. She just can't reform because she has this baby around her. Um den Planeten zu retten, nahm der Heimatwelt-Edelstein Pink Diamond einen neuen Decknamen an. Rose Quartz. Der andere Glanz half ihr, beide Seiten des Kriegs zu spielen und ihre eigene Zerrüttung zu inszenieren, um die Erde zu schützen. Aber das hatte zur Folge, dass niemand außer Pearl sie jemals wirklich kennenlernen konnte. Für ihre Aufopferung wurde sie mit der Liebe von Greg Universe und später mit einem Sohn in Steven belohnt. Aber um ihn zu bekommen, musste sie ihre körperliche Form aufgeben. So wusste lange Zeit niemand außer Pearl, was Rose im Namen der Liebe alles tat. Please, let's never speak of this again. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Unalaq. Aangs Nachfolgerin Korra hat auf die harte Tour gelernt, warum man sich zweimal überlegen sollte, bevor man Geschäfte mit der Familie macht. Ihr Onkel Unalaq schien vernünftig zu sein, wenn noch ein wenig in seinen alten Gewohnheiten verhaftet, aber er erwies sich bald als eine der größten Bedrohungen für die ganze Welt. Er verriet seinen eigenen Bruder, zettelte einen Bürgerkrieg an und noch vieles, vieles mehr. Wir könnten noch mehr sagen, aber es war nicht überraschend, dass er sich mit dem bösen Watu verband und den Avatar-Zyklus brach. Ah!
Aber Korra gibt dem Manipulator genau das, was er verdient. Eine katharisch überdimensionale Ohrfeige. Der epische Schlag auf die Brust ist Belohnung genug, aber seine buchstäbliche Verdampfung ist die perfekte geistige Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von Modschmoto Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.